Hallo Josef, grüß dich. Wir sind am Ende der Challenge hier mit Attila Hildmann. Du bist jetzt zum Schluss dazugekommen. Ich denke, es war ein unglaublich tolles Event. Es war ja Premiere, gell? So in der Form, in der Größe. Und, es war die zweite Veranstaltung. Es war die zweite in der Größe auch mit so vielen Leuten. Ähnlich, ja. Okay, na gut, aber dann habt ihr ja schon ein bisschen Erfahrung. Genau. Aber und heute war es ganz speziell. Heute war es speziell. Ja, sag uns doch einfach kurz, was das für euch bedeutet, warum ihr das macht, was die Idee dahinter ist. Also ist es einfach nur Marketing oder ist es mehr? Nee, also ich glaube ja nicht an Marketing, grundsätzlich nicht. Ja. Also ich glaube, das einzige Marketing, was man betreiben kann, ist die eigene Überzeugung nach außen tragen und dazu gucken, dass die Botschaft rüberkommt. Also Marketing ohne eigene Überzeugung funktioniert nicht. Und zu diesem Thema hier vegane Ernährung und die Kooperation mit Attila, da haben wir eine ganz tiefe Überzeugung. Ich selbst habe schon vor 40 Jahren, 2 Jahre lang vegan gelebt. Ja. Ich bin heute kein Veganer mehr, aber auch so Teilzeit-Veganer. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, also was da im Moment passiert und was Attila tut, weil es einfach eine gute Inspiration ist für die Menschen. Das heißt ja nicht, dass jetzt alle Veganer werden müssen. Ja. Da haben ja auch manche Menschen Angst davor, weil es doch ziemlich streng klingt. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach ein guter Impuls, also mehr auf seine Ernährung zu achten. Ja. Und auch wenn es nur ein Teil der Anregungen ist, die man dann in sein eigenes Leben integriert, dann ist schon viel passiert, glaube ich. Ja. Ja. Und von daher ist es ganz wichtig. Und manchmal muss dann ja auch so ein Impuls von wo ausgehen, der vielleicht für manche sogar extrem ausschaut. Ja. Aber ich glaube, Veganismus ist kein Extremismus. Ja. Das ist eine Ernährungsweise, die vielen gut tut. Und auch wenn dann das bei vielen dann in die Mischform vegetarisch dann übergeht, ist er auch sehr viel gewonnen. Gut, also meine Frage war ja auch nochmal die Inspiration oder die Bereicherung für die Biobranche jetzt durch den vegetarischen oder veganen Trend jetzt im Speziellen. Also der Attila setzt sich auch sehr dafür ein, eben die Dinge in Bioform zu benutzen. Und ja, man merkt es ja auch schon deutlich in den Geschäften. Manche Dinge sind sogar schon ausverkauft. Also das ist natürlich auch wunderbar. Und ich denke mal, da könnte er sicherlich zufrieden sein, auch mit der Sache. Ja, die Kooperation mit Attila ist ja für uns nur möglich, weil er auch von Bio überzeugt ist. Ja. Also vegane Ernährung alleine wäre für uns kein Weg nicht, ja, wenn Attila nicht auch von der Bio-Idee überzeugt wäre. Ja. Und da passen wir natürlich sehr gut zusammen. Und ich glaube schon, dass so ein Mensch wie Attila der Biobranche insgesamt gut tut. Also es gibt doch zu wenig aktive Impulsgeber, finde ich. Da leidet ja die Branche ein bisschen drunter. Ja. Und deshalb sind wir da über unsere Kooperation sehr glücklich. Mhm. Ja, prima.